Ja, hallo. Heute soll es ums Bäume pflanzen gehen. Und zwar war ich in Österreich ja in dem Projekt. Und da kommt auch ein extra Video, Oasen des Lebens. Das sind ja da die Gründer und Macher. Und ja, da haben wir Bäume gepflanzt. Also da kann man so Setzlinge, so halbfertige in der Baumschule kaufen oder je nachdem. Die haben das auch mitgebracht, da waren Besucher da. Und ja, dann macht man einfach ein Loch und gräbt sich so rein. Also es soll nicht zu trocken sein und so. Und man muss den Platz auch je nach Schatten, je nach Gewächs ein bisschen gucken. Und das sind Haselnüsse. Da kommt jetzt noch so ein Granulat, so ein Bio-Dünger, ja, so, ja, so ein Düngermäßig was ran. Und dann Erde, die kommt von hier, das wurde ausgebaggert, der Nachbar baut da. Da konnte dann Erde benutzt werden. Einfach aufschütten, damit es rundherum voll mit Erde ist. Super, und jetzt können wir die um den Baum hier auf die Erde drauflegen, dass die Erde schön nass bleibt und nicht austrocknet. Ja, dann kommt noch Stroh drauf. Wie gesagt, dass es nicht austrocknet. Hier wird getestet, ob der drin bleiben kann, ob das so Loch passt, also ob das Loch so tief genug ist und so. Die groben Steine kommen auch noch raus, damit die Wurzeln besser ja, wachsen können und nicht auf Steine stoßen. Ja, und dann wird er noch eingeweicht, ein bisschen Wasser rein, damit er einen Grundwasserzustand hat. Eine Weile lang. Na, kurz, ich hole nur schnell die Hornspäne und so, dann kann sie jetzt können sie sich die Wurzeln ein bisschen festsaugen, vollsaugen und dann lege ich sie nochmal auf die andere Und Seite. dann mit lockerer Erde schon mal vor und auch wieder so ein Düngergranulat, ein natürliches, dass auch die ersten Nährstoffe einfach ja, den Wurzeln bereitstehen und dann kann es schon losgehen. Jetzt ist der natürlich viel schwerer. Bäume pflanzen ist so wichtig für alles. Luft und die produzieren ja und für die Tiere und alles. Ja, und jetzt wird halt der gerade gemacht, also nicht gleich irgendwie schräg oder krumm wächst. Muss man schon schauen von allen Seiten, damit er einigermaßen gerade ist und da kann man dann Erde reintun. Da wo er halt schräg steht, einfach mehr Erde drunter, damit so ausgeglichen wird. Ja, und dann kommt die Erde wieder zurück und aufgefüllt. Und es ist auch spontan, man muss einfach kreativ sein. Hier wurde jetzt einfach ein Kreis, war dann die Idee zu machen mit den Haselnüssen. Pflanzt Bäume. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.